Jetzt sollen wir den Seelenlenker finden. Das geht aber nur, wenn wir alle 10 Ebenen haben. Das ist ein Problem. Das können wir nicht tun. Wie eigentlich noch was verbessern? Nee, nichts mehr bekommen. Ich will den mal aus und probieren mal. Was kann der denn? Oh, der sieht halt schon echt cool aus. Er hat sich in eine Krähe verwandelt. Ja, hallo Asche. Ich habe deinen Hammer gefunden. Kommt er dir bekannt vor? Okay. Dann würde ich sagen, holen wir uns das Ding und da müssen wir hier hin. Ah, natürlich ist Schnellreise nicht verfügbar. Ich hoffe, dass ich die letzten zwei Koordinaten, also für die letzten zwei Ebenen in der Hölle finde. Oder eben Schatten, was weiß ich was, Schattenhochland. Ah nee, anderes Spiel. Irgendwas mit Schatten war es doch gerade. Auf jeden Fall in der Hölle. Sonst weiß ich nicht, wo ich da noch suchen soll, großartig. Da sehe ich schwarz. Danke, die Schriftrolle zum Kanzler. Das kann ich erst machen, wenn ich den Dings gefunden habe. Den Seelenlenker. Der ist ganz unten im Labyrinth. Hat er gesagt? Der Seelenlenker selbst wartet dort auf mich. Hallo. Du hast das getan. Ich weiß nicht, der. Was ist denn. Viel stärker scheint der nicht zu sein, der Hammer, aber warum, ist die Frage. Ja, er hat nur so viel Eisschaden, wenn das halt mitkrittet. Was erzähle ich denn da? Das hier. Inferno-Schaden hat das. Ich warte mal, bis es Level 5 ist und dann. Dann kann ich immer noch sagen, es ist schlechter. Also, ich habe mich schlau gemacht. In dieser Höhle des Königs. Dort scheint das Grab zu sein. Ich habe nachgeguckt, ja, ich gebe zu. Ich gebe zu, dass ich nachgeguckt habe. Aber ich weiß, dass ich schon mal gefunden habe. Daher. Ich wusste noch nicht mal, wo es war. Weil, wenn du. Ich wusste auch damals. Damals. Als es rauskam, habe ich es auf der 360 gespielt. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich habe diese Drachentöne gesehen. Ich habe mich mit diesen ganzen Collectible-Gezeugs da nie wirklich beschäftigt. Moment, vielleicht hier hinten. Und daher konnte ich jetzt auch nicht sagen, ja, das ist hier, das ist dort. Das ist vielleicht hier unten. Wer weiß. Ich sehe mal auf dieses komische Schattenmonster. Das scheint im Schattenreich festzustecken. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Was? Hä? Was zum Teufel ist denn? Stand hier mal eine Kiste oder was? Hä? Was ist denn hier? Okay, hier hinten ist es offensichtlich nicht. Ich glaube, ich fahre mal mit dem Aufzug runter. Da, wo der König war. Gönn doch. Ach, Level 13. Das waren noch Zeiten. Ach ja. Als ob es gestern gewesen wäre. Drüben. Was ist dort drüben? Bis jetzt war ich da noch nie. Vielleicht ist es auch besser so. Ich guck mal um, weil irgendwas muss es hier geben. Vielleicht ist hier ja diese
Ganz unten waren wir bis jetzt. Waren wir schon mal ganz unten? Oh. Was ist hier? Gott. Nee. Ich glaube, wir müssen ganz runter. Ganz, ganz runter. Bis in die Tiefen. Guck mal einer an. Stimmt, hier waren wir schon. Ja, ich. Jetzt, wo ich sag, ne? Das ist ein Geheimweg. Oho. Das ist das Paradies hier. Schmeiß mal das Ding auf. Oh wow. Ach, ich wollte schon sagen. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Mitnehmen, 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 alles her. Auf der anderen Seite war noch ein Geheimnis, das habe ich gesehen. Ich kann nicht. Na, kannst du. Ist ein Unterschied, ob du nicht willst. Ach, das sind zwei Sachen. Ich dachte schon. Okay, hier haben wir alles, da haben wir alles. Da ist noch was, was nicht kaputt gegangen wurde. Hier vorne liegt nichts mehr rum, da drüben. Das heißt, die linke Seite haben wir jetzt komplett. Die Mitte ist komplett, jetzt ist nur noch die rechte Seite dran. Aha. Guck mal einer an. Deswegen mache ich das. Genau wegen solchen Sachen. Es könnte hier ein Zyklon sein. Das ist kein kritischer Schaden drauf. Unmöglich. Voll lame. Was sehe ich denn da hinten? Was ist denn das? Was ist das? Das ist ein Amulett. Dämonenherz-Talisman. Dieser Talisman ist das Herz eines Dämonenfürzen, einem von Liliths Rivalen, der mit ihr einander geriet. Jetzt belohnt sein einst so ambitioniertes Herz jeden, der es trägt, indem es gewöhnliche Gegenstände mit verschlingenden Geistern erfüllt, die ihren Wert erhöhen. Heißt es jetzt ihren Verkaufswert oder was? Warte mal. Wir haben jetzt... Ich guck mal. 131 bis 151. Ja. Nee. Die ihren Wert erhöhen. Vielleicht beim Verkaufen oder so. Ich habe keine Ahnung. Weißen geben wir mal am wenigsten. Verteidigung, Gesundheit, Magie, kritischer Schaden. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier immer noch so viel besser ist. Weil mittlerweile ist der hier nämlich in allem besser. Der Krähenhammer. Ja, hier wollte ich zwar nicht hin, aber gut, jetzt können wir speichern. Noch einmal kurz zurück. Hier ist eine Truhe. Ah, jetzt können wir die Truhe holen. Da brauchen wir, glaube ich, das Portal-Ding für gebraucht. Ich glaube ja. Das war genau wo. Ach, wieder links und dann nochmal links.
Ey, 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 ey. So muss es sein. Ist definitiv stärker. Oh ja. Komm mal da. Geh weg. Wir wollen dich hier nicht. Wir wissen schon, wer ich bin, ne? Mittlerweile sollte das auch bekannt sein. Okay. Nein. Das ist ein Pferd. En garde. Genau. Hä? Und wie geht das hier jetzt runter? Ah. Ich verstehe. Glaube ich. Jetzt müsste eigentlich oben offen sein. Theoretisch. Das war dumm. Gut, dass auch die Arme in einer anderen Farbe sind dann. Oh, wir kriegen ja ständig Fähigkeitenpunkte. Vielleicht sollten wir die mal einsetzen. 5 Stück! Oh Gott. Also, erstmal die Dauer erhöhen, ja? Ganz wichtig. Die Reapersturm. Direkt voll auf. Also. Welches ist denn jetzt der Reaper-Sturm? Also, allgemein, das ist die Tastensteuerung. Reaper-Sturm ist die Nummer 3. Was zum Teufel habe ich jetzt gedrückt? Ne, alles noch so, wie es war. Puh, sehr gut. Dann geht, können wir ein paar Sachen verkaufen, oder? Müssen wir nicht unbedingt, haben ja voll. Was auch immer das Ding mit uns macht, ich habe keine Ahnung, aber das hier ist halt, ich glaube, das können wir zum Verkaufen benutzen. Weil das erhöht den Wert, das klingt so, als ob wir das für mehr Geld dann einfach verkaufen können. Aber, keine Ahnung. Queste. Geben wir mal zum Baum des Lebens. Warum ist die verkackte Schnellre? Ich bin doch hier draußen, Mensch. Danke sehr. Teufel. Ja, darf ich damit. Ist das scheiß Ernst oder was? Lass mich halt nicht hoch. Ich komme hier nicht mehr hoch. Was ist ein Bild? Das gibt's doch nicht. Dies wird dein Gang. Oh, er hat mich hier hintergekickt. Ich brauche mehr. Okay. Du hast das getan. Boah, was ein Akt. Der Reaper-Sturm, ich weiß nicht, ob der so mega ist. Aber, hat der nicht irgendein, hat der noch einen Nebeneffekt? Also 0,2 Sekunden, 187. Das bedeutet, oh je, jetzt muss ich rechnen, ich muss meine Tasche rechnen. Hallo. Ich habe jetzt keine 187.
mal 5, das sind 935, das mal 8. Das sind 7480. Auf alle. In 8 Sekunden. Ich weiß nicht, wie viel Schaden wir in 8 Sekunden auf alle machen können, aber ich würde fast an, dass es mehr ist. Daher wird das hier nicht so wirklich interessant sein. Das hier allerdings. Hier kritische Trefferchance, erhöht den Schaden und dann hier noch kriegen wir mehr Reaper-Energie. Das würde allerdings. Das hier und das hier. Das hier wäre vor allem gut. Viele Gegner, da chargen wir durch, kriegen Gesundheit und bomben noch alle zusätzlich weg. Daher. Win-win. Wäre das. Zeig mal an hier. Tolle Dämonen, was habt ihr für ein schickes Haus? Ich würde sagen, diese Bonus-Kampagnen machen wir ganz am Ende. Wenn wir fertig sind, dann machen wir die. Ey, jetzt mittendrin, ich weiß nicht. Schattenland. War Schattenhochland doch gar nicht so falsch. Oho. Schattenrand, sorry. Das ist die Hölle. Ja. Sieht hier schon ein bisschen für den Arsch aus, alles, ne? Ist das ein schwarzes Loch oder ist es einfach eine umgekehrte Sonne im Prinzip? Könnte ein schwarzes Loch sein, weil das wird irgendwie da reingesaugt, alles. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Moment, Moment. Zwei Fähigkeitenpunkte. Also wie war das hier? Sollen wir hier mal was benutzen vor? Was ist denn das hier unten? Wir brauchen eigentlich nicht wirklich was, was noch zusätzlich zusätzlich Minions ruft oder sowas. Wir dürfen nichts nehmen, was unsere eigene Fähigkeit zu kämpfen quasi mindert. Schadenspunkte pro Angriff, das ist halt echt nicht viel, gell? Ich weiß nicht, wie stark sich das erhöhen würde. Ich skill erstmal den Rest und dann können wir immer noch gucken. So. Kritischer Treffer. Lieber erstmal die. Ich würde sagen, einen auf den kritischen Treffer und einen auf die Reaper-Energie selbst. Das ist so ein bisschen ausgeglichen. Willkommen am Schattenrand, Reiter. Und jetzt geh, wie die Krähe fliegt. Sonst ist dein Bruder verloren. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Sollte er auch. Dies ist die dunkle Spiegelung des Kristallturms. Ein Reich, in dem Dämonen anstatt Engel Wache halten. Aber das Verderben hat ihren Blick nach innen gerichtet. Und was sie dort sahen, hat sie zerstört. Was ist mit dem Schlüssel? Er ist darin, festgehalten von einem mächtigen Meister. Ich bin gespannt, welcher Meister uns auch im Weg steht. Töten ihn. So, der Schwarze. Das ist doch hier. Nee, oder? Das ist der Samael. Mit seinen Hörnern und seinen abgefuckten, umgekehrten Flügeln. Das hat mich im ersten Teil schon so. Ah, ich weiß nicht. Das hat mich getriggert. Immer wenn ich den gesehen habe, hatte der so komische, umgekehrte Flügel, die nach oben gingen, statt nach unten. Das war so weird. Alle diese Flügel hier, die sind kurz am Anfang und werden dann nach hinten oder nach unten hin länger. Aber die hier
gehen nach unten, sind kurz und gehen dann nach oben lang. Und sind so völlig broken und verkrüppelt und was weiß ich. Aber der ist cool. Und der hat Superpower. Aber ist der nicht... Wir haben den befreit im ersten Teil. Das bedeutet, er müsste hier eingesperrt sein eigentlich. Beziehungsweise er galt ja... Er galt ja eine lange Zeit als verschwunden. Keiner wusste, wo er hin ist und keiner wusste, was mit ihm los ist. Und wir haben ihn dann, er war dann irgendwie eingesperrt von irgendeinem dunklen Dämonenlord, was weiß ich. Aber wo er jetzt ist? Ist er jetzt noch eingesperrt oder ist er jetzt hier? Ich bin mir absolut nicht sicher. Gucken wir mal, ob wir Post haben. Vielleicht habe ich was verpasst. Nee. Absolut nicht. Sieht schon cool aus hier. Das heißt, das ist der Kristallturm nur in der abgefuckten Version. Was zum Teufel? Ja. Ich probiere das mal so, ob das funktioniert. Habe ich da weit genug weg, dass ich außen rum gehe? Oder kommt dann das Schimmerlicht und wir werden weggeportet wieder. Theoretisch gehen wir ja jetzt wieder in die Richtung. Wird weniger. Haha. Guck mal hier. Schickes Relikt und eine schicke Kiste. Krähensense. Ebenso wie die dunkle Festung selbst sind diese Sensen Geheimnisse gehüllt und strahlen eine finstere Aura ab, die Energie jener aufsaugen und an ihren Träger übertragen kann, die sie angreifen. Schauen wir mal. Gesundheitsentzug. Oh, Mann, wir haben immer noch die hier und die sind halt so... Die haben so viel Schaden. Machen so viel Schaden durch unser ganzes Crit-Gear. Was mach ich überhaupt? Ich will die ungern ablegen, die Sensen, die wir aktuell haben. Was? Der taucht echt übel, das gibt's doch nicht. Willkommen im Reich der Finsternis, Reiter. Wenn du mir folgst? Nichts dergleichen. Ich bin gekommen, um Dämonen von ihren Münzen zu trennen. Und du? Um sie von ihren Seelen zu trennen. Sind wir so verschieden? Ich suche nach einem Schlüssel. Aber natürlich. Samael verwahrt viele Wunder in den Kammern unter dem schwarzen Stein. Ich bin gekommen, um das Wenige zu erhandeln, von dem er sich trennen kann. Doch ich fürchte, es ist nicht alles gut im Roten Hof. Samael würde sein Reich niemals so weit ins Nichts gleiten lassen. Nimm dich in Acht vor dem, was du auf Samaels Thron findest. Und wen? Gerüchte sind alles, was dem Trubel entkam. Von einer irren Königin, Lilith, die noch immer an ihrer Herrschaft festhält. Lilith, warum überrascht mich das nicht? Samael war dabei, als ich die Nephilim bekämpfte. Zweifellos schaute er interessiert zu. Der Dämon Samael spielt sein eigenes Spiel. Und wir sind seine Spielfiguren. Ich habe von diesem Ort gehört. Der schwarze Stein. Ja, der Thron von Samael. Der Blutprinz. Der rote Wanderer. Er hat viele Namen. Doch nur ein Zuhause. Nicht viel übrig. Das Verderben verschlingt den schwarzen Stein so wie zahllose Welten zuvor. Und die Schmiedelande, die Ebenen der Untoten, sogar die Erde. Das ist das Verderben? Was will es? Das Ende der Existenz selbst. Und stattdessen das Nichts. Und wie können wir es bekämpfen? Gar nicht. Dein wertvolles Gleichgewicht dient nur dazu, seine Hand festzuhalten. Aber was weiß ich schon? Ich bin nur ein einfacher Händler. Stimmt, wenn er gerade davon anfängt, der weiß eigentlich alles sehr viel. Neue Waren aus Nahen. Wusste Gott, der kam aus dem Nichts und
Weiß ich nicht. Der ist mir ein bisschen suspekt. Na? Yeah. Ja. Ein Fähigkeitspunkt haben wir. Ne? Kappes verkaufen irgendwie. Kaufen hier vielleicht ein paar Tränke oder so. Ich möchte, dass du das nicht weißt. Wie sieht denn das Inventar aus? Hier können wir ein bisschen was loswerden. Hier haben wir auch so viel. Ich glaube, von den Dingern verkaufe ich mal ein paar Sachen. Das hier geht noch, aber die Zweitwaffen. Da sollte ich ein bisschen was von loswerden. Handschuhe der Grausamkeit. Dunklen Krallen. Ah, ich weiß es nicht. Ich will auf die Teile ein. Ich kann mich immer nicht von diesen trennen. Das ist so. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen. Daher würde ich sagen, wir verkaufen alle Handschuhe. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. Und die behalte ich mal. Das kommt weg. Den haben wir, brauchen wir auch nicht mehr. Die Fäuste behalte ich auch mal. Der Zweier kann weg. Mortis kann auch weg. Das war's. Oh, guck mal hier. So viel dazu. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo alle Gräber sind. Das ist direkt am Eingang. Sehr gut. Im Reich der Toten war es, meine ich, auch direkt mehr oder weniger am Eingang. So, Dämonenschlüssel incoming, oder was? Mal gucken, was hier nicht in Ordnung ist mit Samael. Er gilt ja als verschwunden. Daher, vielleicht gilt er deswegen als verschwunden. Vielleicht haben die im ersten Teil quasi sich darauf bezogen, was im zweiten Teil passiert ist. Ah, Darkception. Ne? Wirbelstürme, schwarze Löcher. Was zum Teufel ist hier los? Geh erstmal hier rein. Das sieht nicht so böse aus. Guten Abend. Warum kann das bei mir nicht so schnell gehen? Danke für die Warnung. Du kannst jetzt rauskommen, Lilith. Alter. Wirfst du mir Versteckspiel? Die hat auch so abgefuckte Flügel. Du bist tot. Wo du reitest, ist niemand sicher. Nicht einmal deine Mutter. Du bist nicht meine Mutter. Habe ich Absalom nicht aus der vermischten Asche von Engel und Dämon geschaffen? Und wurden aus diesem ersten Nephilim nicht die anderen geschaffen. Sie waren Brüder der Reiter. Und doch hast du Reue gezeigt, als die Reiter die Nephilim abschlachteten. Warum hast du das Amulett nicht in den Abgrund geworfen, wie der Rat es befahl? Warum ihre Seelen verschonen, wenn nicht um deine Sünde ungeschehen zu machen? Meine Sünde? Dieses Verderben wurde in Absalom geboren. Es steigt von ihm auf wie eine schwarze Flut. Und du, Mutter, musst mir helfen, sie zu stoppen. Wo ist der Dämonenschlüssel? In Samaels Obhut. Doch er ist jetzt fort. Und der Schlüssel ist verschwunden. Oh, keine Sorge, mein Kind. Zeit wie Sünde kann ungeschehen gemacht werden. Hiermit kannst du in die Vergangenheit zurückkehren. Zu Samaels Festung vor seinem Fall und den Dämonenschlüssel finden. Ich bitte dich nur, wenn du den Quell der Seelen erreichst, deinem Herzen zu folgen und den Nephilim auferstehen zu lassen. Irgendwas plant die Alte doch.
Der Phasenläufer, eine erweiterte Version des Leereläufers. Er kann nun ein Loch in Gegenwart und Vergangenheit reißen, wodurch Zeitreisen möglich sind. Oh, du Hexe! Du hast mir immer noch nicht gesagt, wo der Schlüssel zu finden ist. Ja, theoretisch schon. Ich teile das Bett mit Samael, nicht seine Geheimnisse. Wenn du den Schlüssel willst, musst du mit ihm selbst sprechen. Ich glaube nicht, dass Samael einfach verschwunden ist. Tod, mein Lieber. Du weißt so wenig über die Reiche der Hölle. Es wird eine neue Ordnung kommen, die auf den Sturz der Menschheit baut. Alle Dämonen streben nach Macht. Wenn Samael fehlt, wird er nicht der Einzige sein. Was führt dich in Samaels Reich? Ich werde von Macht angezogen. Und kein Dämon, in welchem Reich auch immer, kommt an jene von Samael heran. Er hätte über uns alle herrschen können, doch jetzt ist er fort. Und dieses Schicksal fällt wieder meinen Kindern zu. Bring die Nephilim zurück, dann wird die gesamte Schöpfung dir gehören. Doch zu welchem Preis? Das ist leider wahr. Das ist schon weird, dass es die Mutter von dem ist. Ich weiß nicht, ob ich da so mit klarkomme. Ja, die gute Frage ist, wo ist Samael? Weil im zweiten Teil ist er ja wieder am Start. Also, im ersten Teil meine ich. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Müssen wir mal gucken, ob wir den nochmal irgendwo wiedersehen. Oh, das macht Schaden, aber ja, eigentlich nicht. Nicht so wirklich. Ich kann nicht. Hier gibt es keinen Secret, den ich alles zerdepper und zerschlage. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, na gut.